Beschreibung und wirkliche Abbildung von den vornehmsten Städten der Welt. Zwischen 1572 und 1618 erschienen im Verlag Braun-Hogenberg 6 Bände mit über 500 Stadtansichten. Das zum Teil handkolorierte Druckwerk diente nicht mehr religiöser Erbauung, sondern der Förderung des Wirtschaftslebens und der Mehrung des Wissens. Besichtigt wird die bürgerliche Stadt mit den Augen des Bürgertums. Adel und Kirche, die ihm noch im Weg stehen, werden einfach nicht beachtet, vorsichtshalber. Zum Beispiel Frankfurt. Die Stadtregierung von heute schaut ähnlich sorgenvoll in die Kasse wie die von 1572. Inzwischen entfallen aber die ständigen Kämpfe um Handels- und Gewerbefreiheit. Kirche und Adel waren bei der Verteidigung ihrer Privilegien nicht zimperlich. Frankfurt im Jahr 1550. Frankfurt rund 440 Jahre später, inzwischen von manchen böswillig auch Manhattan genannt. Das alte Frankfurt bekam bessere Noten. Der Begleittext? Der größte und herrlichste Teil der Stadt wird Frankfurt genannt. Um Frankfurts Herrlichkeit zu ermessen, zählt man nicht die Einwohner, sondern zitiert die Regeln, nach der Geld die Welt regiert. Um 1550 hatte die Stadt rund 20.000 Einwohner. Frankfurt war also, wie das heutige, nur mittelgroß und trotzdem eine der bedeutendsten Messestädte Europas. Über das heutige schreiben übellaunige und Ortsfremde wenig Gutes, was die Frankfurter ärgert, aber nicht an sich zweifeln lässt. Ebenso selbstbewusst hatten die einstigen Stadtoberen werbewirksame Ursprungslegenden in Umlauf gebracht. Frankfurt am Main, eine Reichsstadt im Frankenland, vorher Helenopolis genannt, nach der Kaiserin Helena, der Mutter Konstantini des Großen. Was hat die Mutter mit Frankfurt zu tun? Hat sie die Stadt vielleicht gegründet? Oder nur als Touristin besucht? Wenn, dann war es im 4. Jahrhundert. Und in diesem gab es hier noch nichts zu besichtigen. Sondern zwischen Römer und Dom, wo die ersten Gebäude standen. Sie wurden immer wieder abgerissen und durch neue ersetzt. Um 1550 sah es hier so aus und in den nächsten 400 Jahren ähnlich gemütlich. Bis dann 1944 die Bebauung mittels Bomben fast restlos entfernt wurde. Immerhin stand den Archäologen auf der Suche nach den Ursprüngen Frankfurts nichts Denkmalgeschütztes mehr im Wege. Nur die Bartholomäuskirche, zu der die Frankfurter Domsagen kam, einigermaßen davon. Vor dem Dom kam unter den Trümmern neben anderem das Bad einer kleinen römischen Militärstation aus dem 1. Jahrhundert zum Vorschein. Im 4. Jahrhundert, als Helena lebte, siedelten hier Alemannen. Ob die das Bad noch benutzten, ist ungeklärt. Was Helena bei ihnen zu suchen gehabt hätte, ebenfalls. So weisen die Frankfurter nur auf ihre fränkischen Ursprünge hin, zu Recht. Die Ausgrabung ermöglichte ein Modell der Kaiserpfalz, die Ludwig der Fromme hier zu Beginn des 9. Jahrhunderts errichten ließ. Dessen Vater, Karl der Große, wäre den Frankfurtern lieber. Aber nur Franken und Furt sind unstrittig. Mit Karl ist unser Autor vorsichtiger. Die große Stadt heißt Frankfurt nach der Furt, wie etliche wollen, so die Franken zur Zeit Karls des Großen hier benutzten. Nur nach einer Furt benannt, von irgendwem? Das Folgende klingt schon besser. Man liest aber auch, dass sie von Karl dem Großen selbst so getauft wurde. Das ist umstritten. Aber in Frankfurt hat man es gern so gesehen. Vor allem im 19. Jahrhundert, als die Germanen so in grimme deutsche Helden verwandelt wurden. In Sachsenhausen, so will es der Name, waren die anderen Helden zugange.
Die kleine Stadt daselbst heißt Sachsenhausen, mit einer steinernen Brücke über den Main an die Große geheftet. So genannt von einem Sachsen, die damals mit den Franken Krieg führten und Alderhausten. Erzählt wird auch, der große Karl selbst sei hier den Sachsen nur durch die Mitwirkung höherer Mächte entkommen. Und zwar in Form einer Hirschkuh, die ganz in Weiß die bedrängten Franken durch den Fluss geführt habe. Die besser betuchten Frankfurter brauchten keine Legenden, um mit Wohlgefallen auf ihre Stadt zu schauen. Sie waren Nutznießer besonderer Privilegien. Frankfurt ist von alten Zeiten her unmittelbar dem Heiligen Römischen Reich unterworfen und der Erwählung eines Kaisers zugeeignet. Vor der Wahl fanden sich im Römer all jene ein, die im Reich das Sagen hatten. Frankfurts besondere Stellung war 1356 mit der goldenen Bulle gefestigt worden. Nämlich, dass da zusammenkommen die sieben Kurfürsten und erwählen einen König. Für dahin hat man nicht immer die Wahl zu Frankfurt gehalten, wiewohl sie öfter da geschehen ist. War sie in Frankfurt, war auf dem Römerberg ganz schön was los. Franz Hogenberg hat es bei der Wahl Ferdinands II. Festgehalten. Etwa das Schaulaufen aller Großen im Reich, die nicht gerade mit Habsburg verfeindet waren. Hogenbergs Geschichtsblätter zeigen auch, wie ganze Ochsen gebraten wurden. Und wie aus dem Gerechtigkeitsbrunnen in Strömen der Wein floss. Und die Krönung im Dom. Und die Wahl. Die Idee war schon demokratisch. In der Praxis kam der Meistbietende zum Zug. Bei den Vorverhandlungen wurde der Preis für jede Kurfürstenstimme festgelegt. War der Bewerber knapp bei Kasse, musste die Stadt mit Barem aushelfen. War die Sache mit Geld nicht zu regeln, half nur noch Gewalt. Der Kommentar in der Städtesammlung: So oft zwei in Zwietracht erwählt wurden, hat sich einer mit großer Rüstung vor die Stadt gelegt und auf den anderen gewartet, ob er ihn vertreiben könnte. Wer den anderen in die Flucht schlägt, dem wird die Stadt geöffnet und als König angesehen. Vier Herrscher, die sich in oder vor Frankfurt durchgesetzt haben, zieren die Fassade des Römers. Die Treue zum Kaiser kam die Stadt oft teuer zu stehen, aber sie lohnte sich, da die Genehmigung von Messen Reichssache war. Frankfurt ist eine allgemeine Kaufstadt, nicht allein Deutschlands, sondern von ganz Europa. Denn zweimal im Jahr, vor Ostern und im Herbstmonat, kommen zu den Jahrmessen allerlei Kaufleute aus dem hohen und niederen Deutschland, aus Italien, Frankreich, England, Polen, Ostland und anderen Orten der Welt, bringen allerlei Waren und Güter, verkaufen das zum Teil für Münzgeld und tauschen zum Teil Ware für Ware. Unerwähnt bleiben die Konflikte zwischen dem hohen Klerus und den Geschäftsleuten. Rund ein Drittel der Immobilien und Grundstücke gehörte kirchlichen Stiften und Klöstern. Da sie von Abgaben befreit waren, empfanden sie die Bürger als lästige Konkurrenz. Als dann die Signale der Reformation ertönten, schritten die unteren Stände zur Enteignung des Klerus. Und weil sie schon dabei waren, setzten sie auch noch eine demokratischere Ratsverfassung durch. Die Ratspatrizier konnten mit Taktik und Gewalt die Macht im Rathaus zurückerobern. Sie hingen selbst der gewerbefördernden neuen Lehre an, fürchteten aber den Entzug des Messeprivilegs durch die katholischen Habsburger. So führte der Rat die Reformation nur scheibchenweise ein, von unten gedrängt, von oben gebremst. Schließlich retournierte der Rat die Bartholomäuskirche, nachdem der protestantische Fürsten- und Städtebund dem Kaiser militärisch unterlegen war. Das hatte den Vorteil, dass hier nun auch wieder die notorisch altgläubigen Habsburger gekrönt werden konnten. Was auch geschah. Der Wechsel ins Lager der Habsburger sicherte zwar das Privileg, kam aber teuer zu stehen. 1552, im nächsten Krieg, stand das protestantische Frankfurt an der Seite der Habsburger.
Kaiserliche Söldner verteidigten die Stadt, die Söldner protestantischer Fürsten griffen sie an. Auf unserem Blatt sieht man das nicht. Dafür aber auf der Vorlage, die unser Künstler beim Abkupfern benutzt hat. Die Belagerer, also die Truppen der anti-habsburgischen Koalition protestantischer Landesherren, sind in der Überzahl, aber mit dem damals immens teuren Schießgerät nur mangelhaft bestückt. Daher blieb den Frankfurtern an der Seite der kaiserlichen Söldner der Kampf Mann gegen Mann erspart. Dafür plünderten und zündelten die Militärs im Dienst protestantischer Fürsten in den Gehöften und Dörfern vor der Stadt. Die Opfer waren überwiegend Protestanten, woraus ersichtlich ist, dass es sich keineswegs um einen Glaubenskrieg handelte, wie die kriegsbegleitende Propaganda und mit ihr manche Historiker unterstellen. Der abkupfernde Künstler ließ einfach alles Hässliche der Vorlage weg. Der Verlag bevorzugte Idyllen. Die Vorlage, ein Belagerungsplan von Konrad Faber, wurde 1553 gedruckt. Die gleiche Stelle entmilitarisiert, Version Braun-Hogenberg. Die Belagerer mussten auf die Plünderung Frankfurts verzichten und abziehen. Auch die Kaiserlichen rückten schließlich ab, nicht ohne noch einmal kräftig zu kassieren. Die Kriegskosten ließen den Schuldenberg der Stadt enorm anwachsen. Unser Künstler musste also nicht viele kleine Männchen malen wie Faber. Dafür hat er eine Staffage hinzugefügt. Diese trotz Schuldenlast ungebeugten Frankfurter. Die haben also geübt. Frankfurt hatte also Krieg und Rebellion überstanden, ohne das Messeprivileg zu verlieren. Zur wirtschaftlichen Erholung trugen auch Zugereiste bei, vorwiegend Protestanten, die andernorts verfolgt und vertrieben wurden. Frankfurt gewährte ihnen Asyl und es war infolge ihrer Tüchtigkeit zum Nutzen der Stadt. So kam es, dass Frankfurts Gassen durch mancherlei Kulturen belebt wurden. Als die Städtesammlung gedruckt wurde, sprach mehr als ein Drittel der Bevölkerung ausländisch. Die Toleranz war zwar praktischer Natur, aber auch das übt ja ungemein.